Vor ein paar Minuten hätte ich noch Sims 4 gesagt. Aber das ist jetzt so geil wieder geworden. Man muss es halt wieder neu für sich entdecken. Mhm. Ist halt immer so ein Ding. Mit Weihnachten werden alle deine Feinde zu Wohnsante der Boss. Ist halt so. Stimmt halt, ne? Da hat Drew schon recht. Diese Woche sollte eigentlich noch eins von drei Abschlussvideos kommen bei auf Drews Kanal. Moment, muss ich kurz gucken. Was für Videos? Drew macht ja noch drei Videos auf seinem Hauptkanal und diese Woche sollte eins von dreien kommen. Deswegen muss ich mal ganz kurz auf YouTube gucken, ob er ein Video hochgeladen hat. Drew hat gesagt, dass Charaktere sich treffen sollen. Also quasi, dass zum Beispiel Iron Man of the Galaxy mit Songs of the Bone zusammen gefrappt wird. Vielleicht noch, Ich finde es schade, dass Drew aufhört. Ja, ich auch. Aber na gut, wenn man... Ja, Familie geht halt auch wieder vorne. Ja, okay, ist nichts Neues. Ist das Goodbye-Video. Das letzte, leider. Scheiße, Zuckerbiet. 12:30 Bene. Okay, Leute, dann machen wir ganz kurz... Da sind wir wieder in Miedekraft. Ich hoffe, man hört mich. Ja, wir haben jetzt in der alten Aufnahme nicht gucken können. Ich habe hier direkt eine Höhle gefunden übrigens. Alter, wir hätten sowieso ein heftiges Problem, ne? Also, egal ob geistig oder halt so, hätten wir halt so ein starkes Problem. Hier unten ist übrigens auch Wasser. Also hier, das Eisenbeine, komm mal. Ja, roll mich, warte mal. Oh. Komm direkt bitte her. Ja. Ganz kurz. Hier, Alter, hier sind Zombies. Ja, hör da ab. Ich geb dir gerade so eine Kombo, wie ich dir gegeben hatte. In Dings, ne? Also die haben mir bisher insgesamt ein Herz abgezogen, ne? Ja. Kombo XD würde ich dich auf, würde ich den Zweikanal nennen. Ich habe übrigens ein paar. Whoppala, Center Shocks am Stiefel. Ja, ja. Warte, ich komme gerade runter. Ja, ja, da wo die. Haben wir überall welche platziert. Ich bin auch hier in dieser. Also du solltest da gar nicht rausgesprintet kommen. Weiter runter. Ach da, ja, ja. Irgendwann kommt ein Kohlespot. Irgendwann, genau, das ist der Kohlespot und dann musst du rechts runter. Ich habe überall Kohle. Ist halt so geil. So, ich stehe jetzt hier. Ah, da kommst du ja schon. Hi. Servus. Hallo, Izzy. Oh, scheiße, Alter. Ich wäre hier fast in die Lage. Ja, hier, hier ist Eisen da oben. Hier. Ja, ja, warte mal. Dann bau du die Kohle ab. Da oben. Hm, hier. Warte. Hier, siehst du? Ja, wo ist denn die jetzt auf einmal? Da, Mann. Da oben. Achso, oh, ich komme hier nicht mehr raus, Alter. Ich hasse diese Scheiße. Diese Wichse. Hm? Ist das ein geiler Eisenspot? 4 Eisen. Oh, da hinten ist Kohle. Das war gerade ganz dumm von mir. Ich muss mal. Wenn ich das jetzt zumache, dann haben wir hier kein Licht mehr, ne? Ich habe noch eine Fackel. Denn aber halt nur noch eine. Warte. Am besten so eher in meiner Nähe. Mhm. Wo ungefähr? Warte. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu dunkel. Ich setz mal hier. Mhm. Jetzt nicht abbauen, sonst verglüht die. Ne, weiß ja wahrscheinlich selbst. Mhm. Okay, dann baue ich hier mal weiter ab. Obwohl, okay. Warte, ich gehe erstmal nochmal rauf und craft was bisschen. Und mein Mikro stört hier gerade heftig. Aber es muss so sein, sonst hört man Bene wirklich überhaupt gar nicht, wenn ich das da mache, wo ich sonst immer habe. Ja, oh. Rollemüs. Was für Rollemüs, Alter. Ich blende mal kurz ein Bild von Rollemüs ein, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Okay, aus Holzbrettern kann man keine Holzkohle machen. Jetzt habt ihr das Müsli zwar schon gesehen. Aber Rollemüs! Rollemüs! Lee. Rollemüs. Oh, scheiße, draußen ist es ja scheiße, Alter. Ja, ist aber auch so. So, blend jetzt lieber mal statt ein Müsli ein Scheiße-Counter ein. Oh, hier sind lauter Spinnen. Und eine kommt direkt wieder auf mich zu, Alter. Oh, ich hab so verscheißen. Alle gehen auf mich, Junge. Dann renn weg. Ja, ich gehe, aber die kommt von allen Seiten, Junge. Ich komm grad schon. Da kommt ein Spooky Skeleton. Oh. Ich gehe hinter dich. Die sollten da gleich alle kommen.
Also die ganze Bande. Eine Spinne, ein Zombie und ein Skelett muss. Ein Skelett muss da gleich kommen. Nein! Albene, haben wir ein Bett platziert? Nee, oder? Nee, aber du kannst es zu mir tippen. Also ich kannst doch, du kannst es zu mir tippen. Ja, und wie? Schnell! Nein! Okay, dann müssen. Doch, aber ich weiß, wo wir lang gegangen sind. Warte, bleib da, bleib da. Okay, dann. Ach, wo bist du gerade? Ich hab wir dich gerade. Ich hab dich gerade wieder verloren, nee, Bela. Ich lauf. Haben wir zufällig eine. Eigentlich, auf der PS hat man immer eine random Karte im Inventar. Ich weiß. Hast du aber nicht. Ja, hier ungefähr müsste das doch sein, oder? Da. Ja? Okay. Warte, dann teleportiere ich mich. Wird das doch jetzt nicht cheaten, ne? Ja, das ist eben. Das ist nicht cheaten, das ist einfach nur cheaten eigentlich. Nee, also wie, was muss ich, was muss ich drücken? Ich hab jetzt kein Herz wieder verloren. Du gibst jetzt TP. Ja. Leerzeichen. Ja. V. Ja, aber dann... Stopp. Nee, nicht. Und jetzt drückst du auf Tab. Der da? Mhm. Und jetzt einfach... Ja, da. Ne? Genau. So. Perfekt. Hi. So, ich werde jetzt mal ganze... Zum Glück haben wir das Inventar behalten. Gemacht. Weil ansonsten wäre das jetzt scheiße gewesen. Versuch du einfach mal weiter zu fahren. Ich packe kurz die ganzen... Ja, ja, warte. Alles, was ich hier habe, packe ich hier gerade. Warum mache ich das eigentlich mit dem Maus, mit dem Dings? Ich habe doch hier eine Maus. So. Mensch. So. Ich kann da bestimmt hier... Moment. Kann man das mit Holzbrettern eigentlich auch machen? Nee, das geht leider nicht. Da muss ich Rohholz haben. So, ich habe ja noch 25 Holzkohle. Ich suche mal ganz kurz irgendwie Schafe in unserer Gegend. Du kleines Schaf. Hallo? Okay, Google. Suche Schafe in der Nähe. Oh, Bechtes Garten. Okay. Hast du schon mal Ziegenmilch getrunken? Nee, tatsächlich noch nicht. Die soll... Also, wir trinken ja so normal... trinken wir ja alle, also auch unsere Zuschauer wahrscheinlich, Kuhmilch. Ja, es sei denn, sie sind Veganer wie Unge oder Rezo. Ja. Ja, oder halt auch Easy ist auch vegan. Und, So, ich habe hier mal... Ja, aber Rezo und Unge schauen sie ja nicht zu. Ey, Bene, ich hatte ein Holz übrig, ich habe einen Knopf gemacht. Also, ich hatte es übrig. Ich hätte es sonst nicht gemacht. Aber ich hatte es übrig. Ja. Warte. Und zwar gibt es aber auch die die Ziegenmilch. Also zum Beispiel kennt irgendjemand oder kennst du vielleicht auch die Kinderserie Heidi? Ja klar. Da geht es ja Heidi. Und die machen da immer Ziegenmilch und die. Und ich habe mal meine Mutter gefragt, ne, wie so Ziegenmilch schmeckt. Sie soll richtig sauer sein. Ja, habe ich auch schon gehört. Also die soll jetzt nicht so sauer von wegen sie ist abgelaufen, sondern die soll generell säurer sein. Ja. Säurer. Und da ist mir direkt der Hunger da dran vergangen, aber ich möchte die trotzdem irgendwann einfach mal probieren. So nur so um so ein Unter... Ich weiß ja nicht, vielleicht jeder hat ja andere Geschmäcker. Geschmacksknospen. Nee, Geschmäcker. Geschmacke da in Kreuzendünz. Nee, jeder hat ja andere... einen anderen Geschmack. Und, ne, da weißt du nicht, vielleicht schmeckt es einfach meiner Mutter nicht und mir allerdings schon vielleicht so. Weißt du? Ja, verstehe schon. Aber zum Beispiel, wo ich auch kotzen würde, ne? Wäre bei Milch, die direkt frisch von der Kuh oder von der Ziege kommt, die noch so warm ist. Ich mochte zum Beispiel auch so, ja, was heißt, als ich Kind war, ich bin halt immer noch, ne? Kind, halt, ja. Immer noch. Aber, Okay, ich habe... Als ich jünger war, ne? Wo man noch so Milch getrunken hat, also auch so, einfach so, ne? Ja, mache ich jetzt überhaupt gar nicht mehr zur Zeit. Ja, auch nicht, aber da habe ich immer, immer kalte Milch. Also nicht Scheiße, ich höre irgendwo ein Skelett hier unten, Alter. Ich habe gerade Knochenklappern gehört, wie vom Skelett. Ich habe übrigens, anderthalb Stacks, Holz, also Fackeln. Ja. Das heißt, das sollte relativ gut gehen. Noch mal ganz kurz essen. Hattest du das Eisen schon gebrannt? Nein. Tatsächlich nein. Ich komme gleich runter. Ja, Moment. Also ich grab mich hier schon vor. Ich bin hier direkt da, wo wir rauskommen, ja, einmal rüber. Einmal rüber und dann bin ich hier direkt wieder rein. Weil wir müssen nach unten kommen und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir seltenere Erze finden. Weiß wahrscheinlich jeder, der ein bisschen Minecraft spielt. Und sich vielleicht auch ein Buch gekauft hat. Aber das weiß man eigentlich auch ohne Buch.
Eigentlich weiß man das auch ohne Buch. Aber wenn man es halt, wenn man es halt nicht weiß, dann steht es halt auch in Büchern. Wie zum Beispiel, ich habe da Minecraft Redstone Buch, da steht das drin, wo welche Erze sind. Ich hatte tatsächlich auch Bücher zur Hilfe. Und die nichts mehr getaugt haben, habe ich mir das aus dem Internet genommen, ne? Ja, versteht sich. Und mittlerweile weiß ich die ganzen Crafting-Rezepte. Ich weiß sie halb auswendig. Also manchmal musst du nur nachfragen, aber zum Glück gibt es ja da auf der PS dieses manuelle Crafting da. Ey, du spielst jetzt das automatische Crafting meine ich natürlich. Nur PS, ne? Zur Zeit spiele ich eher Switch und Computer. Also wirklich, das mit der PS, das hat sich langsam ausgelebt. Ja, ich finde diese Steuerung auch mega behindert. Ja. Mittlerweile mag ich es halt nicht mehr so, weil ich jetzt Minecraft auf dem Computer habe. Früher habe ich ja nur PS gespielt, wegen Minecraft. Alles andere hatte ich ja auf anderen Konsolen. Ich hatte ja zuerst, also... Beziehungsweise The Crew habe ich ja auch gespielt, aber na gut, ansonsten. Also zum Beispiel so eine, ihr wisst ja, ich schneide ja Videos noch mit iMovie auf Mac, ne? Und ich tue es nämlich auch. Ja, und ich habe zum Beispiel, und da schneidet es ja immer noch drauf, und ich habe so ein altes Mac, das war mein erster Computer. Und, sehr lecker, Alter. Und da habe ich, auch Minecraft drauf gespielt. Aber vorher habe ich tatsächlich nur mit, Felix. Kennen wahrscheinlich meine Zuschauer, Also die wenigen, die zu dir, leider die wenigen, die zu dir rüber gewechselt sind, weil Bene sagt voll vielen Leuten, dass sie zu mir wechseln sollen, die tun das und meine Abonnenten tun es einfach nicht. Also Link ist unten in der Videobeschreibung. Abonniert. Klingt so russisch. Abonniert mal den guten alten Bene. Der bringt zurzeit ziemlich regelmäßig Livestreams und die meistens auch richtig geil sind. Oh ja. Die macht Leistung tatsächlich fünfmal mehr. Hast du eine Mörmaus? Ja, da unten noch direkt. Die macht tatsächlich lieber Livestreams momentan. Ich habe dir übrigens eine Hose gemacht. Danke, werf mal. Danke. Ich mache tatsächlich momentan lieber Livestreams. Ich habe noch viel. Als Videos. Warte mal, ich gehe nochmal hoch. Ich habe noch viel Leder von der Kuhschlachterei von vorhin. Ich habe alles außer eine Brustplatte. Eine Brustplatte wäre auch ganz wichtig. Wie viel kostet eigentlich eine Brustplatte? Das weiß ich gerade gar nicht. 8 Leder. Stimmt, ja, da habe ich die Hälfte von. Na gut, ich craft mir jetzt erstmal was. Ja, wir haben noch Leder in der Kiste. Ja. Ich guck mal ganz kurz, wie viel das ist. Müssten auch viel sein. Ja gut, dann kann ich mir eine Brustplatte machen. Am besten wir teilen das erstmal die Rüstung, als wenn jemand voll equipped ist und der andere nur so halb. Naja. Weil das wäre dann ja unlogisch. Oder? Sehe ich jedenfalls so. Ich habe mir halt alles, also natürlich alle Rüstung gemacht, aber ich habe nicht nachgedacht. Normalerweise hätte ich nachgedacht, nur was ich gemacht hätte. Brustplatte ist das Wichtigste, denke ich. Genau.